Wer hätte nach der letzten Saison damit gerechnet? Die Spreefüchse sind auch im 6. Spiel in Folge ungeschlagen und stehen mittlerweile in der Tabelle auf dem 2. Platz. Also wir haben heute gewonnen, wir sind richtig glücklich darüber. Das macht richtig Freude, hier wieder mit 5 Toren zu gewinnen. Schon am letzten Wochenende gab es einen spektakulären Sieg in Herrenberg zu feiern. Mit der SG 09 Kirchhof kam am Samstag nun ein Team aus der Tabellenmitte in den Fuchsbau. Die Berlinerinnen waren hier die klaren Favoriten. In den ersten Minuten taten sie sich jedoch, wie schon zuvor in Herrenberg, sehr schwer. Vor allem im Abschluss gab es große Defizite, ganze 11 verworfene Bälle gab es im ersten Durchgang zu beklagen. Die Gäste waren hier wesentlich effektiver und konnten sich dadurch auch mit 3 Treffern absetzen. Auch die starke Leistung von Torhüterin Chantal Pagel, die heute zahlreiche Bälle von der Linie kratzte, konnte daran anfangs noch nichts ändern. Erst eine Auszeit nach gut 14 Minuten brachte die Spreefüchse dann wieder auf Kurs. Neben den nun erfolgreichen Abschlüssen stand auch die Verteidigung kompakt und es wurde schnell nach vorne umgeschaltet. Bis zur Halbzeit machten die Berlinerinnen so den Fehlstart wieder wett und konnten den Rückstand in eine 13:11 Pausenführung ummünzen. War ein sehr körperbetontes Spiel. Am Anfang hat uns wieder ein bisschen was gefehlt. Wir mussten erstmal in die ersten 15 Minuten reinkommen ins Spiel. Aber dann stand die Abwehr super. Für mich war es dann auch einfacher, die Bälle zu halten. Das Zusammenspiel war sehr gut. Dies sollte sich auch im 2. Durchgang fortsetzen. Die Damen aus Nordhessen warfen natürlich noch einmal alles in die Waagschale, die Spreefüchse ließen ihnen aber keine Chance, noch einmal zu verkürzen. Vor allem auf der rechten Seite kamen die Berlinerinnen immer wieder erfolgreich zum Abschluss und bauten den Vorsprung langsam aber sicher aus. Das Spiel war, besonders in der 2. Halbzeit, sehr körperbetont. Die Schiedsrichter hatten hier alle Hände voll zu tun und es gab kaum einen Angriff, der nicht mit einem Strafwurf oder einer Zeitstrafe geahndet wurde. Spannend wurde es aber nicht mehr. In der 58. Spielminute zog die spätere Spielerin des Tages, Simona Kolosowe, mit ihrem 7. Treffer den Schlussstrich zum 28:23 Endstand. Also richtig gut haben wir heute auf der rechten Seite zusammengespielt. Das Zusammenspiel von Simona, Anaïs und Leona war einfach super und somit haben wir da bestimmt über 10 Tore auf dieser Seite gemacht und der ihre Schwächen ausgenutzt. Man darf wirklich gespannt sein, wohin die Reise in dieser Saison noch führt. Am 30. November werden wir etwas schlauer sein, denn dann steht ein echter Härtetest gegen die Tabellendritten vom BSV Sachsen-Zwickau an.